Servus Leute, hier ist der Renton. Hier ist der Kai. Und der Kai hat was ganz Geiles mitgebracht und hat gesagt, das müssen wir nehmen für ein Unboxing. Definitiv. An der Stelle nochmal Gruß an die Unboxing Boys. Solltet ihr sehen. Ja. Yeah. Und zwar, wisst ihr, was das ist? Ne? Jetzt seht ihr es. Das ist die Zurück in die Zukunft Fluxkompensator Box, die es nur im Mediamarkt gibt, mit Knopf. Zum 30-jährigen Jubiläum. 30 Jahre zurück in die Zukunft. Das ist krank, oder? Ich halte es ein bisschen mal neu. Allerdings werdet ihr das relativ schlecht lesen können. Deswegen blenden wir nebendran auch noch Bilder ein von dem Ganzen. Macht einen sehr guten Eindruck. Gibt es nur im Mediamarkt? Ja. Was hast du bezahlt? 45. 45 Euro, da kann ich eigentlich nichts sagen, finde ich, für die drei Klassiker. Ja. Das ist echt in Ordnung. Ich pack's jetzt mal aus. Mach. Ich darf ein Kaisei Package aufmachen. So. Guck mal rein. Was kostet die Box auf Amazon? Die, also die, die es nicht auf Amazon gibt? Also da gibt's Annie im Comic-Look. Die hat auch die vier. Das ist auch die 4-Disc-Version, aber ja, die kostet 40 Euro und die war ein bisschen lieblos. Und ich wollte sie mir eigentlich vorbestellen und dann habe ich noch gegoogelt und da bin ich auf die Mediamarkt-Seite gegangen. Und da habe ich dieses schöne Teil entdeckt und als Fan musste ich die haben. Sau gut. Das Zurück in die Zukunft-Logo hier vorne ist ein Aufkleber. Weiß nicht. Ich versuche jetzt mal vorsichtig. Ja, bitte. Das Ding hier abzumachen. Der Flatsche. Ist da ein FSK-Flatsche drin? FSK-Flatsche war außer drauf, jetzt ist er weg. Das ist sehr schön. Da ist der Ultraviolett-Code, den zeigen wir euch jetzt nicht. Warum nicht? Wer hat's erst gemacht? Die Box sieht so ohne den Pappkarton außenrum aus. Und jetzt machen wir das Ganze mal vorsichtig auf. Okay, sehr interessant. Hier ist eine Anleitung drin, wie man die Batterie wechselt. Falls ihr das wissen wollt. Interessant. Die Masche durchlesen. Dann habt ihr hier eine Lasche, um das Ganze aufzuziehen. Mache ich jetzt erstmal nur zur Hälfte, weil obendrauf ist noch Concept Art. Oh, saugeil, darf ich mir das mal abholen? Warte, ich halte es erstmal in die Kamera, würde ich sagen. Ja, mal. Ja, also Heftchen mit Concept Art. Der DeLorean. Zum Bleistift. Was haben wir noch? Nochmal der DeLorean. Verschiedene Zeichnungen. Also es sieht sehr hochwertig und sehr geil aus. Ah, sogar mit Storyboards. Mit Storyboards? Sehr cool. Ich hoffe, das spiegelt nicht zu arg, dass man es halbwegs erkennen kann. Dann aus dem zweiten Teil noch Zeug. Also von jedem Teil ist da wohl was dabei. Sehr schön gemacht, gerade für Fans. Du kriegst gleich. Das Hoverboard ist drin. Verschiedene Concept Arts von der Hoverboards. Vom Almanach ist was drin. Dann vom dritten Teil ist natürlich noch Zeug dabei. Also sehr hochwertig gemacht. Das Ganze ist auch noch glänzend. Ich gebe es mit dem Kai, dass er sich das angucken kann. Und wir schauen weiter in die Box. Ohne das Heftchen sieht das Teil so aus. Und wie gesagt, ihr habt hier eine Lasche zum Aufziehen. Ah, und dann geht das ganze Teil hier raus. Oder ich habe es kaputt gemacht. So, und jetzt wird es vorsichtig. Wir machen es auf. Und seht ihr hier natürlich von Teil 2 und Teil 3. Und wenn man es ganz aufmacht, jetzt wird es schwer. Gehen wir mal durch. Ich denke, das kann man relativ gut erkennen. Er ist sehr cool gemacht. Hinter den Blu-rays ist dann nochmal ein großes Bild. Zeig mal jetzt nicht unbedingt, weil ich nicht weiß, wo ich die Discs hinpacken soll.
Nee. Lieber nicht. Und ich mache das Ganze vorsichtig wieder zu. Ja, das wird mit Exekution bestraft. Das wird mit Exekution bestraft, wenn da was drankommt. Also eine sehr coole Box eigentlich. Und ich denke, für 45 Euro kann man da nicht viel falsch machen. Ja, ich denke, das ist für jeden Fan ein Muss. Und wer hätte nicht gern daheim einen Fluxkompensator stehen. Das ist schon geil. Und der ist sogar mit Batterie betrieben. Vielleicht kann mir da echt eine Zeitmaschinen-CEO draus bauen. Man weiß nie, für was es gut ist. Ich habe mir eine Zeitmaschine aus der Blu-ray-Box von Zurück in die Zukunft gebaut. Ja, der hat ja auch aus der Kaffeemaschine den Fusionsgenerator gebaut, ja? Im zweiten Teil. Also von Krups gibt's immer noch. Ich will mal's noch kaufen. So. Gut, dann packen wir das Ding wieder ein. Es ist nichts dran gekommen, sehr geil. Es leuchtet beim Draufdrücken. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Du hast vergessen, meine A-Leitung wieder neu zu packen. Die A-Leitung, scheiße. Jetzt kannst du nie die Zeitmaschine bauen. So. Unneide mit. Alles klar. Dann machen wir jetzt noch ein paar Fotos vom Innenleben der Box, dass man das halbwegs gescheit zeigen kann. Sagen danke fürs Zuschauen. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.